Na, hörst du's? Es hat geschneit. Und, beziehungsweise schneit immer noch, dieses Geräusch. Wo kommt das eigentlich her? Das ist so typisch für den Winter. Aber warum macht das nur Neuschnee? Und warum auch nur natürlicher Schnee? Die Antwort hältst du jetzt. Es ist gar nicht so schwer. Das sind zwei Effekte, die zusammenkommen. Der eine Effekt ist, dass in Neuschnee Luft ist. Und die Luft wird rausgepresst, wenn ich drauf trete. Dann müsste auch ein Küchenschwamm diese Geräusche machen. Macht er aber nicht. Jetzt kommt Effekt Nummer zwei. Effekt Nummer zwei ist, dass die Eiskristalle, die haben so eine ganz gewisse Struktur, so Ärmchen mit ganz vielen Verästelungen. Und wenn ich drauf trete, gehen diese Verästelungen kaputt. Und wenn es dann nochmal frisch geschneit hat und dann nochmal richtig gefroren hat, dann sind die nochmal besonders hart. Das heißt, wenn ich drauf trete, ist das Geräusch umso lauter. Und das ist der Grund, warum das so knirscht, wenn ich da drüber laufe, über frischen Schnee. Und das ist ja das Geräusch, was wir mit dem Winter verbinden. Also, zwei Sachen. Die Luft, die ich im Schnee rausdrücke, plus diese feinen Verästelungen, die kaputt gehen, wenn ich drauf trete. So einfach ist es. Und auch so viel Spaß macht es. Also.